Ich möchte jetzt noch einmal ein paar Tricks und Kniffe in Word wiederholen. Zum Beispiel, wenn ich ein Objekt verschiebe, hier zeichne ich erstmal ein Rechteck, dann kann ich das mit der Maus machen. Wenn ich jetzt aber beim Verschieben mit der Maus auch Shift drücke, dann sehe ich, kann ich nur in diese Richtung verschieben oder jetzt an der Originalposition nach oben und unten. Wenn ich jetzt beim Verschieben Alt dazu nehme, dann kann ich sehr genau verschieben, ohne Alt, das heißt weg, sehe ich, das springt hier anhand des Rasters. Mit Alt kann ich genau an die Position navigieren. Und jetzt kann ich Alt und Shift auch kombinieren und dann sehe ich, das ist in diese Richtung oder in diese Richtung genau möglich. Mit den Cursor-Tasten kann ich auch navigieren. Hier zeichne ich mal ein Rechteck mit den Cursor-Tasten nach rechts und links, oben und unten. Und wenn ich jetzt STRG dazu nehme, dann kann ich auch wieder genau navigieren. Wenn ich die Cursor-Tasten nehme und dann Shift drücke, dann kann ich das Objekt größer ziehen oder kleiner ziehen. Shift mit Steuerung dazu heißt, ich kann ganz genau größer und kleiner machen. Ohne Steuerung ist das dann am Raster orientiert. Mit Steuerung dann ziemlich genau möglich. Und jetzt die Cursor-Tasten und Alt. Da kann ich das Objekt drehen. Auch das kann ich mit der STRG-Taste kombinieren und dann wird es ein sehr genaues Drehen. Wenn ich jetzt dupliziere, ich zeichne erstmal wieder ein Rechteck, dann kann ich auch diese Funktionstasten benutzen beim Duplizieren. Das war ja mit der STRG-Taste, wenn ich das drücke. Dann kann ich mir ein zweites Objekt ganz schnell produzieren. Und wenn ich jetzt Steuerung Shift drücke, dann dupliziere ich in die Richtung, nur in diese Richtung oder nach unten. Und das hilft mir sozusagen genau zu navigieren. Und wenn ich die Steuerung und die Alt-Taste drücke, dann kann ich beim Duplizieren auch wieder diese Rastereinstellung aufheben und genau an die Stelle duplizieren, wo ich es hinhaben möchte. Auch eine Kombination von allen drei Tasten ist möglich, Steuerung, Alt und Shift. Das heißt, auch hier dann navigieren, genau hin und dann halt ohne Rastereinstellung. Diese Tasten helfen mir auch beim Zeichnen von Figuren, zum Beispiel jetzt, wenn ich Kreise zeichne, wenn ich Shift drücke. Ohne Shift ist es ja so eine Ellipse und wenn ich jetzt beim Zeichnen die Shift-Taste drücke, dann erhalte ich immer einen Kreis. Wenn ich Steuerung drücke, dann kann ich immer um einen Punkt herum zeichnen. Da sehe ich, das ist immer auf diesen Mittelpunkt fixiert. Ich kann jetzt auch sozusagen wie eben noch die Shift-Taste dazu nehmen und dann habe ich einen Kreis, der sich um den Mittelpunkt hier orientiert. Wenn ich das zeichne und Alt dazu nehme, dann wird wieder die Rastereinstellung aufgehoben und ich kann genau zeichnen. Auch hier kann ich jetzt wieder alle drei Tasten kombinieren, Steuerung, Shift, Alt und kann jetzt sozusagen einen genauen Kreis hier um diesen Mittelpunkt zeichnen. Ich kann jetzt auch Figuren abändern mit Shift. Hier habe ich einen Strich vorgezeichnet. Wenn ich den jetzt hier mit Shift verändere und länger ziehe, dann behält er diesen Winkel bei und ich kann ihn jetzt hier verlängern. Ich kann auch die STRG-Taste dazu nehmen und dann kann ich in beide Richtungen verlängern. Und auch hier ist es möglich, dass ich die Alt-Taste benutze. Dann kann ich an einen genauen Punkt ziehen und auch hier kann ich jetzt alle drei Tasten kombinieren und dann sehe ich, dass ich in beide Richtungen verlängere ohne diese Rastereinstellung und dann behalte ich diesen Winkel bei. Hier noch ein paar andere Shortcuts, STRG und F1 finde ich ganz sinnvoll, wenn ich mal ein bisschen mehr Platz brauche, dann kann ich hier oben das Menü ausblenden und STRG F1 wieder mit zum Einblenden benutzen. Steuerung und dann das Scrollrad von der Maus. Damit kann ich rein und rauszoomen. Und zum Seitenwechsel STRG und Bild hoch oder runter benutzen. Dann kann ich ganz schnell zwischen den Seiten navigieren.
wenn ich jetzt mehrere Elemente gezeichnet habe, dann kann ich beim Auswählen die STRG-Taste benutzen. Das ist falsch. STRG und kann jetzt selektieren. Das möchte ich markieren, das jetzt auch, das auch, das auch oder vielleicht das wieder wegnehmen und die Sachen kann ich dann kopieren. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.